Knife, Gigi, schickt nämlich gerade das neue District 9 Plus rum in einem Pass-Around. Da hatte ich das Glück und die Freude, mit dabei sein zu dürfen. Ja, wenn euch das gleich gezeigte Messer gefällt, dann ist Gigi die Adresse, wo ihr es ordern könnt. Link zum Bezug, technischen Daten und so weiter und so fort findet ihr alles in der Videobeschreibung. Gigi kann ich nur empfehlen, guter Shop, toller Service, netter Kontakt, ist eine gute Firma und hat einige tolle Klapper im Programm, unter anderem halt die Reate Knives. Und das ist auch so die einzige Adresse, die ich groß kenne in Deutschland, die ich euch da nennen könnte. Also wenn es euch gefällt, das ist eure Adresse. Jo, und da haben wir das schöne Stück, das Reate District 9. Der Andi 1878 hat schon ein sehr cooles Video mit viel Information dazu abgedreht. Das war der Pass-Around-Start. Das Video findet ihr auch als Link in der Videobeschreibung. Ja, das District 9 kommt in dieser Pouch, die wunderbar gefüttert, gut verarbeitet ist. Innen liegen noch ein Mikrofasertuch. Ja, das scheint wohl auch ganz neu zu sein im Lieferumfang. Und was ich sehr, sehr cool finde, und das gehört wirklich außerordentlich erwähnt, ja, Reate schickt immer noch ein paar Ersatzteile mit zu seinen Messern. Hier halt ein Set an verschiedenen Schrauben, am Steel Insert ist noch dabei, Unterlegscheiben, bei denen bin ich mir jetzt nicht sicher, wofür die da sind, sehen sehr dick aus für normale Unterlegscheiben. Und so wie ich das hier sehe, auch wenn ich da keinen wirklichen Einblick erhalte jetzt, vielleicht kann ich da mit Licht noch ein bisschen nachhelfen, haben wir hier, ja, das sieht für mich eher nach blauem Teflon aus, als nach Kupfer oder ähnlichem. Deshalb bin ich ein bisschen verwundert, was das für dicke ja, Unterlegscheiben sind. Tja, da kann ich nicht viel zu sagen, aber Schrauben, Steel, Insert finde ich schon sehr, sehr cool im Lieferumfang. Und das ist absolut einen doppelten Daumen nach oben wert. Ich wünschte, das würden alle Companies so machen. Ab einem Messerwert von, sagen wir mal, 100 Euro wäre das schon echt, echt cool. Ja. Wenn das zum Lieferumfang dazugehört. Denn es ist einfach immer wieder ein Problem, Schrauben zu bekommen. Man verliert eine, die löst sich mal, fällt raus und man merkt es nicht. Oder man nimmt das Messer auseinander, missgeschickt, kommt gegen den Tisch, die rollt runter, Teppich, man findet sie nicht mehr und. Und manchmal ist es eine Quälerei, einfach eine neue Schraube zu bekommen. Von daher absolut top. Ja, hier das neue District 9 Modell. Da gab es ja einige Updates jetzt. Ich habe glücklicherweise das erste District 9 auch da. Deshalb können wir gleich mal so einen kleinen Vergleich machen dazu. Overall kann ich gleich als Fazit sagen, dass mir das neue Modell besser gefällt. Ist ein bisschen leichter, die Klinge finde ich gefälliger. Hat so ein paar Vorzüge, die ich favorisiere vor dem älteren District 9 Modell. Ich habe jetzt einige Reate Knives in der Hand gehabt. Ich habe beide Horizon Modelle in der Hand gehabt. Ich habe das Hales in der Hand gehabt. Und jetzt halt das District 9 in der alten und der neuen Variante. Was ich so über Reate Knives sagen kann, dass die wirklich so an der Speerspitze vorne dran sind, der chinesischen Messermarken. Das ist wirklich große, große Klasse. Da gibt es ja mittlerweile doch einiges am Markt, wie jetzt zum Beispiel das neue Stedemann Deep Sea Giant, das auch ziemlich cool ist, wie ich finde. Stedemann, eine Marke, die man ja, immer auf dem Zettel haben kann. Dann habe ich hier ja, für mich so mein Grail unter den ja, China-Messern. Ist natürlich noch so ein bisschen anders, das ist nicht nur Real Steel, das ist von Carson Tech, das Exorcist, das ist quasi ein Messer ohne Fehler, von vorne bis hinten in der Verarbeitung. Das ordne ich persönlich noch über meinem Real Steel, Quatsch, oh Mann, über meinem Chris Reeve ein, über meinen Umnum Saan. Das ist wirklich unglaublich cool. Und andere Marken drängen jetzt auch sehr stark in den Markt, wie zum Beispiel Kaiser, hier mit dem Dorado. Gefällt mir alles ziemlich gut. Ne? Ist ja kein Geheimnis, ich mag die Teile, die chinesischen Messer. Und da zähle ich Reate absolut mit rein.
ich habe zwar bei manchen Messern so einen kleinen Mängel mal hier und da gefunden, aber durch die Bank weg waren die Spitze verarbeitet. Und ich weiß, dass der Miro ein Horizon hat, das ist quasi perfekt verarbeitet. Hier haben wir ein District 9, das ziemlich nah dran ist. Der Andy hatte mal ein Riyadh Hills, das war auch quasi perfekt verarbeitet. Wirklich, wirklich cool. Ganz wunderbar ist bei den Modellen immer die Flipper-Action. Das hat David Deng einfach drauf. Große, große Klasse. Die hatten eigentlich immer einen sehr, sehr anständigen Klingenstand. Hier würde ich ihn als perfekt bezeichnen. Der Frame-Lock-Stand ist absolut super. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das läuft relativ sauber, ist noch nicht eingespielt. Ist noch ein bisschen, wie gesagt, da ist noch Luft nach oben. Ne? Das geht ein bisschen saubererer nach. Andi sagte so ein kleines Schleifgeräusche. Ja, wird immer weniger, würde ich sagen. Ich habe jetzt doch einiges an Öffnung hinter mir mit dem Messer. Ich habe es ganz wenig benutzt, muss ich dazu sagen. Ich hätte mal gern ein bisschen gehackt oder so im Test mit den beiden Modellen. Das ist in diesem Passaround aber leider untersagt. Und schneidend habe ich es nicht besonders viel benutzt. Ich habe einen kleinen Karton damit aufgeschnitten und das war es im Grunde. Ich habe dafür mit dem älteren District 9 schon einiges gemacht. Und da die beide einen Flachschliff haben, die gleiche Klingenstärke, haben die mich für mich eine relativ ähnliche Performance auch schneiden, gute Schneidperformance hat. Was hier unterschiedlich daherkommt, ist die Klingenstärke. Wir haben beim alten District 9 eine ganz, ganz andere Klingendicke bei der Spitze. Da ist schon ein riesiger Unterschied. Beim neuen District 9 ist das doch schon sehr, sehr fein ausgeschliffen, also eher Slicer-mäßig. Und das unterscheidet die beiden auch ganz stark. Wir haben das District 9 Plus, das hat ein Gewicht von knapp 180 Gramm und beim alten District 9 haben wir 220. Also die Trend, zumindest laut meiner Waage, 40 Gramm Gewicht, und das merkt man auch sofort. Das an für sich sind 40 Gramm ja jetzt nicht so viel, aber bei diesem Messer, hier denkst du, du hast einen Backstein und hier denkst du, du hast gar nicht ein so schweres Messer. Das war auch mein erster Eindruck. Ich dachte nur, boah, ist das leicht. Dabei haben wir hier doch 180 Gramm, also durchaus Stabilität. Das hier ist aber doch wirklich ein Panzer, sowohl von der Klinge, eine bullige Klinge, nach vorne wesentlich breiter. Das kommt halt viel, viel massiver her. Liegt halt daran, dass wir hier aufgebohrte Titanschalen haben und wirklich sehr, sehr stark aufgebohrt. Da wurde einiges gemacht, um Gewicht zu sparen. Und beim alten Modell haben wir halt pure, komplette Titanschalen. Da wurde gar nichts aufgebohrt. Also wirklich massiv das Teil. Aber gleich vorweg, das gefällt mir besser, die schlankere Variante, denn die ist ja alles andere als schlank. Das ist ein massives Messer, das gut in der Hand liegt und das einen tollen Worker-Eindruck macht. Das hier ist halt wirklich was für Leute, die wirklich schwere, richtig schwere Messer mögen, die stabil sind. So nach dem Motto, mich bekommst du nicht kaputt. Die sind hier besser aufgehoben. Und auch all jene, die das Gewicht hier lieben und die massive Präsenz, die sind vielleicht bei dem hier gar nicht so richtig aufgehoben, sondern die sollten bei dem bleiben. Aber die sagen, naja, schon ganz cool, aber ein bisschen zu schwer, die sollten sich das Neue mal rein anschauen, weil das bietet wirklich eine Menge. Halt wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, also wirklich spitze verarbeitet. Toller Flipper, das hat David Deng einfach raus. Der weiß, wie man Flipper einstellt. Super detent. Bei dem Modell hier ist es leider so wie damals bei dem Horizon vom Andy. Das hat ein Spiel im Detent, das seht ihr. Da hat hier ein leichtes Spiel. Also es kann nichts passieren. Die Klinge sitzt wirklich fest, aber ja, sind da so Kleinigkeiten, die mich nervt. Ansonsten kann ich hier nichts finden. Auch hier haben wir einen super Klingenstand. Perfekt Framelock, wirklich, wirklich alles super. Hier ist es perfekt. Hier habe ich überhaupt kein Spiel im Detent. Flip hat sich ausgezeichnet, hat ein minimales Spiel Side-to-Side.
Ja, das hatte Andi in seinem Video auch schon gesagt. Ich habe es versucht zu beheben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht hinbekommen. Ja, keine Ahnung. Und da es nicht mein Messer ist, wollte ich auch nicht weiter dran dann rumspielen oder so. Es ist auch quasi wirklich kaum zu bemerken. Und die Klinge macht nicht den Eindruck, als bei Benutzung das größere Spiel auftreten könnte. Da müsste halt irgendwann der kommende Besitzer da nochmal rangehen. Und ich denke, das lässt sich beheben. Ansonsten auf und ab kein Spiel. Schärfe ab Werk war anständig. Schöne Stonewash-Klinge. Das hat Riatti wirklich drauf, auch beim alten District. Hier haben wir noch eine Bronze-Anodisierung. Hier Natura-Ton. Backspacer ist weitestgehend gleich geblieben von der Länge. Hier haben wir noch Riefen drin beim neuen Modell. Ich kann nicht sagen, was besser ist. Dem einen gefällt das besser, dem anderen nicht. Ist Geschmackssache. Hinten haben wir beim alten Modell eine Anodisierung noch in den Rillen, beim neuen nicht. Riesiger Unterschied ist halt der Clip. Der hat mir beim alten Modell gar nicht gefallen. Gefällt mir immer noch nicht. Der wirkt wirklich mega billig. Total furchtbar, finde ich. Dann haben wir auch als Überdehnungsschutz eine Patronenhülse bei diesem Modell. Hier hatten wir noch eine andere Lösung. Was mir da besser gefällt, weiß ich noch gar nicht so. Das passt halt viel besser zu dem Messer, weil es schön flach ist. Das ist schon gut gewählt, ist eh sehr beliebt, sowas, eine Patronenhülse. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut vom mechanischen Look, nur dass es halt poliert ist, passt überhaupt nicht zu dem Gesamtbild. Wir haben hier so viele Eindrücke. Hier die Anodisierung, dann so einen heftigen, komischen Zitronengoldton, hier bling polierte Schraube, da nochmal, dann was Schwarzes wieder. Ich mag ja eigentlich total diesen Industrial mechanischen Look, aber das ist mir eigentlich too much. Ja, ich habe das Messer auch gegen anderes getauscht, einfach weil ich es mal in der Hand haben wollte, aber das wird mich auch wieder verlassen, dieses Modell. Bei dem hier wüsste ich nicht. Wenn das neue District Mainz wäre, das hätte gute Chancen zu bleiben. Das gefällt mir overall doch ziemlich gut. Obwohl 4 mm mir an für sich schon ein bisschen zu viel wieder sind. Ich wünschte ja, 3 mm wären hier verbaut. Dann wäre es bestimmt ein ganz wunderbarer Slicer. Ist es so, die Klingenform sagt mir mehr zu. Die 3D-konturierten Griffe, die sich leicht runden, gefallen mir sehr gut. Ist alles in allem einfach auch flacher gebaut als das alte District 9. Und trotzdem vermittelt es eine Menge Stabilität. Ja, ich kann da einfach nur sagen, dass das schon sehr, sehr spannend ist, was die ganzen Companies, Riatt Knife und Kaiser und Real Steel da auf den Markt werfen. Beeindruckt mich doch ziemlich häufig und hier sowieso. Die werden nicht umsonst als die besten China-Messer bezeichnet, die Riatt. Da kann ich mich auch drauf einigen. Mir persönlich, ich würde jetzt das Exorzist noch mal eine ganze Liga weiter oben hinpacken. Zumindest die neue Version, die Special Edition hier. Aber das ist schon, da findet man kaum Fehler bei diesem Modell hier, bei dem District 9 Plus. Das macht eine Menge Spaß, ist sehr, sehr tauglich. Preislich finde ich das auch noch super im Rahmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die jetzt kosten. So um die 250 Euro, denke ich mal. Schaut mal bei G-Gear rein. Aber das geht schon völlig klar für die gebotene Leistung. Klingenstahl ist der S35VN. Da sind ein paar am Ächzen, weil egal wo man hinguckt, Real Steel und Kaiser und Riatt, die verbauen fast nur noch den S35VN. Man wünscht sich halt was anderes, ne? Dass Chris Reeve verbaut den oft und Benchmade verbaut den und Spyderco verbaut den. Und klar, da wünscht man sich vielleicht mal einen anderen Stahl oder so, oder man könnte so denken, ein bisschen Langeweile, aber ich bin bei diesem Punkt noch nicht angekommen. Ich denke mir immer, gute Wahl ist okay, ne? Hält gut die Kante, ist sehr rostträge, damit bin ich zufrieden, ne? Lieber so einen als einen anderen Stahl, wo ich schon wieder jammere oder so, ne? Und mit dem S35VN kann ich sehr, sehr gut leben. Ja, das sind so meine Eindrücke vom District 9 Plus. War jetzt sehr, sehr kurz bei mir, nur übers Wochenende.
der Pass-Around ja, fing schon am Anfang an ein bisschen zu hinken. Das dauerte mit der Post ein bisschen und deshalb habe ich mich jetzt auf einen kurzen Eindruck festgelegt. Einfach dadurch, dass ich halt ja das alte District 9 schon habe und sich sehr, sehr vieles ähnelt. Ja, denke ich mal, konnte ich einen ganz guten Eindruck davon geben, was ich von dem Messer halte. Wie gesagt, ich erwähnte es ja schon, overall würde ich mich für die neue Variante entscheiden. Die macht mir genauso viel Spaß wie die alte. Ich finde sie aber einfach gefälliger in der Hand, vom Gewicht, von der Optik. Das ist halt der Panzer und das ist hier irgendwie der edle Bruder im Update. Gut, das war das District 9 Plus. Alles klar, bleibt gesund. Peace, ich bin raus.